Bin ich scharf oder bin ich nicht scharf? Das weißt du auch nicht, mein kleiner Schatz. Ja, du bist auch scharf und süß. Okay. Willkommen zurück zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute dreht sich alles endlich mal wieder um Musik. Und zwar um Musikvideos. Ich habe euch auf Instagram gefragt, was denn ihr so in den letzten Monaten für tolle LGBTQ+ Musikvideos gesehen habt, und ihr habt mir sehr viel geschrieben. Ich habe jetzt 2 Stunden lang damit verbracht, die mir alle anzuschauen und ein paar auszuwählen. Ich hoffe, das Video wird nicht gestrikt, weil ich hier Musikvideos zeige. Deswegen zeige ich nur Ausschnitte davon, aber ich verlinke die euch alle in der Infobox. Und ja, dann starten wir. Das erste Musikvideo ist von Claude, keine Ahnung, und es heißt Wish You Were Gay. Und das Tolle an diesem Musikvideo ist, dass es komplett 2 verschiedene Stories sind. Am Anfang des Videos wird auch gesagt, man sollte es 2-mal schauen, einmal mit Optimismus und einmal mit Realismus. Denn die linke Seite zeigt, was man sich denn wünscht, wie es wäre. Und die rechte zeigt dann, wie es leider meistens ist. Und das Video ist unglaublich gut gefilmt und einfach, man guckt es sich an und die ganze Zeit denkt man sich so, ja, diese Situation kenne ich und die kenne ich auch und so fühle ich mich. Okay, let's go. Play. Picture this, you and me in the morning, kissing over the coffee you're pouring. Hate it that I wish you were gay, so you could just hold me. Oh, this is awkward, mich am Arm. Oh Gott, und dann läuft sie alleine mit dem Kuchen in der Hand. Das bin so ich auf jeder Party, wirklich, das war ich. Awkward in der Ecke stehen und das Girl meiner Träume beobachten. Ja. I feel you. Oh mein Gott, dann sitzt man da so auf dem Stuhl. Ja, und immer mit irgendeinem Typen wurde dann geredet. Deswegen, ich bin auf jeden Fall auf der Expectations-Seite. So wäre es toll gewesen, so war es aber nie. Ja, und bei Expectations küssen sie sich jetzt bestimmt gleich, oder? Ja, und auf der anderen Seite küsst sie den Boy. Ich weiß es. Oh mein Gott, ja. Yes, you wish. Also ich bin auf jeden Fall auf der linken Seite. Oh nein, oh mein Gott, oh nein. I feel you so much. Oh mein Gott. Es tut einfach richtig weh. Was ist das? Warum liegt da Baguette auf dem Boden? Okay. Oh mein Gott, eine Sexpuppe. Ich habe das Video vorher nicht zu Ende geschaut. Okay, das finde ich jetzt weird. Warum redet sie jetzt mit einer Sexpuppe? Okay, falls jemand das Ende versteht, erklärt es mir bitte. Aber trotzdem einfach unglaublich, unglaublich gutes Video. Das ist einfach das Gefühl, das jeder von uns da draußen kennt, der ungeoutet ist, der einen Crush auf eine Person hat, die straight ist. Das ist dieses Musikvideo. Und es zeigt aber auch, wie es sein könnte. Sehr, sehr schön. Okay, gehen wir weiter zum nächsten. Ich wollte Amy schon beim letzten LGBT-Musikvideo-Ding mit reinnehmen. Ich weiß nicht, warum es da nicht geklappt hat. Aber dieses Mal bist du dabei. Also die liebe Amy, ich kann wirklich gerade nicht Deutsch sprechen, Amy Wald. Und ich habe jetzt mir den Song Fick auf Love Songs ausgewählt, weil ich den sehr schön finde, weil eigentlich bin ich so ein Mensch, ich bin total romantisch und ich liebe Liebeslieder, aber eher traurige. Und diese komplett kitschigen oder auch so kitschige Filme, die finde ich auch immer too much und kann mir das nicht anschauen. Ich kann sie euch alle empfehlen. Vor allem auch Du, das hat sehr wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das ist kein LGBT-Musikvideo. Aber ich finde es einfach mega geil, dass sie die Idee hatten, dass eine Künstlerin ein Bild zu ihrem Lied malt. Sehr, sehr schön. Und ich mag es, wenn sie ruhiger und trauriger singt. Auch das neueste Video von ihr. Aber Fick auf Love Songs ist halt einfach cool. Toll gefilmt. Und ja, dann schauen wir mal rein. Wir küssen unter Regenbogenfahnen und dafür liebe ich dich. Ich meine, es hat einfach so ein Beat, weißt du, wo man mitgehen will. Ohne Ticket mit dem Zug fahren. In der U-Bahn, skinny dip in tunnelige cool down, mit dir vergesse ich mich. Und da kommt die Wissen geil. Ich gebe einen Fick auf Love Songs. Ja, es ist halt einfach irgendwie cool, dass ich mit diesen Kopfhörern nicht total gestört aussehe. Es ist einfach cool. Ich liebe die Lyrics. Es ist auch so ein Lied, was gut auf einem CSD laufen kann, wo man einfach mitlaufen kann mit dem Wagen. Sehr, sehr nice. Und ich liebe es, dass ihr euch getraut habt, in der U-Bahn einfach so zu tanzen. Oh, das Zitat mit den Tumblr-Quotes ist so wahr. Einfach geil. Da war Annika auch kurz. Ich glaube, die hat es ja wieder gefilmt, ne? Ja. Also sehr nice Shots auch wieder hier dabei. Tolles, die tollen Farben einfach. Ich meine,
bunt passt natürlich am besten. Ich meine, es ist halt auch einfach geil, dass ihr orangene und blaue Haare habt in dem Ding. Ja. Sehr, sehr nices Musikvideo. Liebes Leben kennt ihr da draußen wahrscheinlich alle, deswegen habe ich es jetzt nicht mit reingenommen. Ihr kennt wahrscheinlich auch das wie alle. Deswegen nochmal der Appell, schaut euch auch ihre neuesten zwei Songs an oder hört sie euch an. Die finde ich beide sehr, sehr gut. Dann das nächste. Kommen wir zu einer Sängerin, die ich jetzt durch euch gefunden habe. Vielen Dank dafür. Sie nennt sich Matilda. Und ich habe tatsächlich 3 oder 4 Songs, bei denen ich mich nicht entscheiden kann. Die werde ich jetzt alle hören und ich werde auf sie alle reagieren und ich entscheide dann im Schnitt, welches ich mit reinnehme, weil das Video sonst zu lang wird. Aber ich werde euch auf jeden Fall alle Lieder empfehlen. Man kann eigentlich alles von ihr hören. Aber das erste, was ich jetzt hier habe, ist, glaube ich, das bekannteste. Das nennt sich You. Und da geht es um einen Roadtrip von 2 jungen Frauen. Und das hat mich sehr an Cha und meinen Portugal-Roadtrip erinnert. Einfach dieses gute Gefühl, was man hat, wenn man zusammen ist. In der Mitte des Songs gibt es dann aber so einen kleinen Twist. Ja. Aber da, also wenn die beiden da so zusammen sind oder... Jetzt erinnert sie sich an alles. Oh. Okay, jetzt muss es noch gut ausgehen. Komm schon, gib uns das Happy End. Yes, ja, sie kommt dazu. Okay, ich wusste es schon, aber... Out. Yes. Also, richtig, richtig schön. Ich sag dazu nicht mehr. Schaut es euch nochmal in Ruhe an, ohne dass ich hier davor rede, labere und so weiter. Und wir gehen direkt weiter zum nächsten, aber es ist einfach ein richtig tolles Gefühl. So, jetzt kommen wir zu vielleicht meinem Lieblingslied hier der Reihe. Ich will aber eigentlich das nicht treffen. Das ist von Holly Cole. Holly Cole, keine Ahnung, Unholy, auch eine neue Sängerin, die ich entdeckt habe, die ich euch empfehlen kann. Video hat schon recht viele Aufrufe, aber ich finde, sie könnte viel mehr Aufmerksamkeit dafür bekommen, wie genial sie eigentlich ist. Deswegen drücken wir auf Play und schauen es uns gemeinsam an. Was ist das mit diesen Autos immer in diesen Musikvideos? Ich liebe die Farben schon mal. Geil, und dann die Dudes mit der Musik wie bei Glee, die immer im Hintergrund sind und spielen. Oh, und da ist das Girl, in das sie verliebt ist. Nimm mich mal an. Überall Regenbogen. Sehr gut. Okay, sie flirtet mit ihr. Das ist auch schon einfach so ein leichtes Feeling, so cool, so, ich weiß nicht, also... Nein! Nein! Another straight girl! Sie tut mir jetzt schon so leid. Und sie ist auch so richtig genervt, das sieht man, ich liebe das, wie sie da ihre Cornflakes ist. Geil! Immer diese Typen im Hintergrund. Cha will das auch richtig feiern. Okay, da kommt... Ist es jetzt ihr Ernst? Vorne sitzt ihr Freund und sie krapscht ihr ans Bein. Okay. Also sie will definitiv etwas von der Sängerin. Aber trotzdem ist sie mit ihrem Freund zusammen und spielt quasi mit der anderen, auch jetzt wieder hier. Das macht mich richtig fertig, weil ich weiß, wie sehr man auf jedes bisschen Berührung schon abgeht und ja, jetzt küssen sie sich wahrscheinlich. Ja. Komm, fuß ihr an, küss sie und dann bricht ihr ihr Herz, ja. Ich liebe übrigens das Glitzer, was sie da hat, sehr, sehr schön. Ja, jetzt war... Ich hasse diesen... Freund, ich meine, er kann ja nichts dafür. Ich hasse sie, dass sie das ihr antut. Was ist das denn? Yuna, mach was. Here I am to see you that you need me. Also sie singt quasi so, du willst doch eigentlich mich. Und dann ist ihr Blick geil. Ja. To see that you need me. Ja. Und der Boyfriend so, ist da irgendwas, was du mir erzählen willst? Sieht halt auch richtig geil aus und ich will dieses Gitarrenband in Regenbogenfarben. Kann mir das bitte irgendjemand schenken? Also ich liebe die ganzen Einstellungen, die Farben, alles in diesem Musikvideo. Es ist einfach so gut. Und auch die Story, weil man es auch so nachempfinden kann. Ich meine, sie tut mir auch ein bisschen leid, weil vielleicht weiß sie sich, bei ihrer Sexualität ist sie sich einfach noch nicht sicher. Aber man spielt nicht mit Gefühlen von anderen und hat gleichzeitig noch eine Beziehung. So, von Matilda habe ich außerdem noch 2 Lieder. Das eine heißt Say Something und das andere Her Too. Und beide Lieder habe ich hier mit reingenommen, weil ich einfach
die Lyrics richtig, richtig gut finde. Ich habe jetzt bei Say Something bei 1 Minute 29 gerade mal gestoppt und höre damit euch nur kurz rein. Hört es euch in Ruhe nochmal ganz an. Es ist auch ein richtig schönes Musikvideo. Genau, das war der Satz, you've been moving on and I've been here. Das heißt, die eine Person entwickelt sich weiter, das haben die hier schön dargestellt mit den Umzugskisten, und man selbst ist aber noch am gleichen Punkt wie zuvor, was in einer Beziehung schon oft zu Problemen führt. Und allein dieser Satz sagt so viel aus, keine Ahnung, mit dem Musikvideo, richtig, richtig gut. Ja, das dritte von Matilda ist eben Her Too, und da will ich euch auch nur mein Lieblingszitat kurz vorstellen, auch in der Mitte des Songs. Ich fand das Video am Anfang, dachte ich so, es ist ein bisschen langweilig, sie steht da nur, aber wenn man auf den Text hört, finde ich es einfach auch richtig gut. Also sie ist eine unfassbare Künstlerin und sie hat einfach definitiv mehr Aufmerksamkeit verdient, meiner Meinung nach. Aber ich kann das ja nicht entscheiden, also wenn ihr es auch gut findet, dann schaut einfach ihre Musikvideos an. And it's hard when you break someone's heart, 'cause it's on you. Das war das Zitat, was ich meinte. Die das Gefühl hatten, also wenn man in einer Beziehung ist und sich in jemand anderen verliebt, ja, ist halt scheiße, ne? Und ich finde, sie hat das sehr, sehr gut rübergebracht. Ich mag auch den Sound der Musik sehr gerne. So, und dann kommen wir zum letzten Video in der Reihe. Das ist von Hannah Batka, We Are. Und das ist quasi so eine Gay-Hymne, würde ich sagen. Es ist einfach ein Wohlfühl-Musikvideo. Alles in, ist es 4:3? Ich glaube, ja, in 4:3 gefilmt, so ein bisschen analogmäßig. Obwohl es von 2019 ist und ich mag diesen Style sehr. Dieses Retro-Design. Es ist ja momentan in. Ja, hören wir rein, damit wir noch einen schönen Abschluss haben. Ich mag da alles. Also da habe ich jetzt nichts auszusetzen. Das ist einfach cool. Das ist einfach ein Wohlfühlding. Kein Drama. Einfach nur schön. Yes! Der Kuss, auf den wir gewartet haben. Ich will jetzt auch wieder Gitarre spielen. Immer wenn ich sowas sehe, ich hab das so. Ja, einfach richtig schön. Ein Film von Arabella Bartsch. Oh. Der Deutschen Bahn AG, das ist ein deutscher... Oh, ja, okay, bei Hannah Batka, es ist was Deutsches. Sehr cool. Ich muss Hannah jetzt auch noch auschecken. Also ihr folge ich sogar schon. Das war das Video. Ich fand das sehr, sehr cool, endlich mal wieder ein paar LGBT-Musikvideos anzuschauen, weil ich kriege von vielen nichts mit. Hab versucht jetzt so ein paar Unbekanntere mit reinzunehmen. Wahrscheinlich kennen die meisten von euch da draußen sie sowieso. Aber schreibt mir gerne mal, wenn ihr jetzt hier jemanden neuen entdeckt habt, oder schreibt mir auch, falls ich mir noch jemanden anschauen sollte, der noch unbekannter ist. Weil natürlich gibt es auch Leute, die wirklich sehr, sehr klein sind und viel mehr Aufmerksamkeit bekommen würden. Nur die finde ich ja jetzt auch auf die Schnelle nicht, weil sie eben noch so klein sind. Also schreibt mir gerne mal, dann könnten wir auch so eine Folge machen. Unpopular LGBT-Artists oder so. Fände ich sehr, sehr cool, um die ein bisschen zu pushen. Und dann kann ich euch hier oben oder da oben das letzte Musikvideo empfehlen. Also das letzte auf LGBT... Nein, das letzte Video, bei dem ich auf LGBT-Musikvideos reagiert habe. So, ja, und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!